Warte mal. Nee, ist auch ein Looking Glass. Nicht mal das Wasser hier ist echt. Wie viel ist hier überhaupt echt? Ja, ich weiß, ich hab's schon gesagt. Und ja, ich weiß, ich wiederhole mich. Aber gottverdammt sieht das geil aus. Das ist, ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und zum Fenster rausgucken. Ich könnte alles andere ignorieren. Die Mimics, die Phantoms, die Weber, alles. Den nervigen Typen auf meinem linken Ohr, der Gedanken kontrolliert wird. Es ist so verdammt geil. Also ganz ehrlich, wäre die Station echt, ich würde mich hier hochschießen lassen. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht überleben würde. Und eine Panikattacke hätte. Weil ich umgeben bin vom totalen Vakuum. Aber das wär's wert. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zum perfekten Aussichtssimulator 2017, aka willkommen zurück zu Prey. Und ich kümmere mich jetzt endlich mal darum, was der Typ auf meinem linken Ohr eigentlich für ein Problem hat. Wahrscheinlich wird er Gedanken kontrolliert. Ist klar, aber er nervt trotzdem, weil ich mir das einfach nur angucken will. So, ich konnte hier rechts außen rum, ne? Warum speichere ich so oft? Das sollte ich nicht machen. Das sollte ich mir gar nicht erst angewöhnen, sonst verbrauche ich mehr Zeit mit Speichern als mit Spielen. Was ist da drin los? Ich kann nicht durch die Hintertür, also kann ich vielleicht durch die Vordertür? Dieses fucking Haus ist so absolut übertrieben. Hi, da ist ein Fenster. Was ist da drin los? Rodney S. Poole. Hey, Sie da! Machen Sie die Tür auf! Wie wär's mit Nein? Bitte! Hier drin ist irgendwas! Ja. Kann ich bestätigen. Kriegen Sie sie auf? Ich glaube nicht, dass ich das will. Sorry, Bro. Ist er jetzt gedankenkontrolliert? Er ist gedankenkontrolliert, richtig? Ja, er ist gedankenkontrolliert. Alle beide da drin sind gedankenkontrolliert. Sind das doch, das sind die... Ich habe doch schon mal so einen gesehen. Wenn sie mir zu nahe kommen, explodiert ihr verdammter Kopf. Also muss ich mir was überlegen. Wenn die mir zu nahe kommen, macht ihr Kopf bumm. Kann ich die mit der Taserpistole stunnen? Das habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert, ne? Erstmal kann ich hier rein, das ist ein Level 3 Schloss. Notiz. Wir haben die Türen zum Gewächshaus verriegelt, aber das Ding kann fliegen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sie herausfinden, dass das Dach nicht geschlossen ist. Vor 5 Minuten hat Edna versucht, zum Gewächshaus durchzukommen. Was hat sie erwischt? Kontrolliert sie. Sie hört einfach nicht auf zu schreien. Scheint es an, dass wir wegbleiben sollen. Wenn wir das fliegende Ding töten können, das sie infiziert hat, können wir es vielleicht retten. Können wir sie vielleicht retten, sorry. Bitte, wenn sie diese Nachricht finden, helfen uns. Tötet es, dann werden wir nicht wir selbst sein. Okay. Das heißt, wenn ich das Ding da töte, was ich nicht mal scannen kann. Doch jetzt! Wenn ich das Ding kille, sind sie wieder frei. Das ist ihre Theorie. Ein Telepath. Weitere Proben benötigt. Okay, wenn ich den Telepathen umbringe, ist anscheinend alles wieder potenziell gut. Nice, Ziele. Rette Dani. Genau, das ist... Dani. Rani. Rette Rani. Warum Dani? Rette Rani. Rette Rani von dem Telepathen Typhon. Arboretum. Okay, ich muss den loswerden. Wie viel hält der aus? Eigentlich ist es schade, dass man keine... Hitpoints sieht im Balken. Das wäre nämlich extrem sinnvoll manchmal, ne? Ich weiß es nicht genau. Kann ich so einen gedankenkontrollierten Menschen scannen eigentlich? Ne, das geht nicht. So ein Hitpoint-Balken wäre extrem geil. Dann wüsste ich ungefähr, mit was ich rechnen muss. Julian Howard. Ich will das eigentlich nicht, aber wir gehen in das Gewächshaus, schätze ich, wenn ich schon mal hier bin. Ich meine, ich habe die Superwaffe dabei, ich habe den Q-Beam mit mir und ich habe schon Weber umgebracht. Also ist der Schritt von Weber zum Telepathen. Aua, nicht sonderlich weit. F. Richtig? Das ist kein besonders gewagter Schritt. Nochmal F. Bitte geh nicht direkt auf. Dankeschön. Sprinkler aktivieren. Wissenschaftsoperator für Bodenanalyse erforderlich. Was bringt das? Nichts. Das ist toll. Er verschwindet. Ich hab ihn direkt zu mir getrieben, ich Idiot. Die zwei haben mich gesehen. Scan abgeschlossen. Fremdkontrollierte Menschen. Weitere Proben benötigt. Die können aber nichts machen, weil die Türen zu sind. Okay, wo ist der Telepath hin? Da zentral ist er hin. Wo ist der Telepath? Da oben ist er. 42 Meter. Hier unten hat es kaputte Geschütze. Ich weiß halt nicht, wie viel der aushält, weißt du? Das ist das Problem. Telepath ist da hinten. Warte, ich gehe nicht hier lang. Nicht, dass ich noch irgendwas anderes aus Versehen auslöse, was ich noch gar nicht will. Ich will mich ja erstmal hier rumkümmern. Nee, der ist wieder drin. Der ist wieder drin. Okay, ich muss ihn loswerden. Ohne dabei die kontrollierten Menschen zu töten. Beziehungsweise ohne, dass sie sich dabei umbringen, weil sie auf mich draufrennen und ihr verdammter Kopf hochgeht. Das muss ich hinkriegen. Und der Telepath kommt hier oben aus der Decke raus anscheinend. Ich hole mal meinen Q-Beam. Ich habe sehr wenig Munition für das Ding. Ich muss extrem aufpassen.
Aber wie gesagt, ich habe ihn aufgerüstet. Vielleicht ist das jetzt ja besser. Ich mache nochmal einen Sprinkler. Das treibt ihn nämlich raus, ne? Weil das mag er gar nicht. Nee, das schmeckt dem Jungen gar nicht. So, jetzt pass auf. Mal schauen, mit was der so schießt. Mal schauen, was der so macht. Ah. Das ist dem relativ wurscht. Das ist toll. Kannst du bitte stehen bleiben, Bro? Ich meine, toll. Das ist toll. Das ist toll. Erst jetzt hat er mich gesehen, was? Oh, das ist ihm relativ wurscht. Nice. Nice. Und jetzt geht das grüne, der grüne Balken geht wieder runter. Und ich kriege ihn nicht rechtzeitig auf dasselbe Level. Doch, er ist tot. Ich hab ihn. Das war gar nicht so schwer. Er hat nur wieder ein Magazin verbraucht. Und extrem viel meines Lebens. Aber ich hab ihn. Okay, so langsam komme ich mit dem Q-Beam klar. Das Ding ist nice, by the way. Es ist eine awesome Waffe. Sprich mit Rani. Wie viel Magazin hat das gebraucht? 2, 3? Keine Ahnung. Tür entriegeln. Ihr seid wieder ihr selbst. Alles ist gut. Wo? Rodney S. Poole ist bewusstlos? Ah, ja? Dr. Da ist sie. Ja, ich bin's. Was ist passiert? Wo? Oh Gott. Ich habe ihn gekillt. Bitte sagen Sie, dass Sie dieses Ding getötet haben. Ja, er ist tot. Ich wollte die AAGs, die Auslöschergeschütze aufstellen. Dann war auf einmal alles farblos. Und alles war irgendwie schärfer. Ich hatte keine Kontrolle mehr über mich. Aber die AAGs sind noch immer im Lagerraum. Wir können sie einsetzen. Hier ist der Code. Ich schlag mich zum Frachtraum durch. Die anderen Sicherheitsleute sollten sich dorthin zurückgezogen haben. Okay. Sarah reißt mir den Arsch auf, wenn ich nicht komme. Lagerraum AR01 Code. Und sie geht jetzt Richtung Frachtraum. Okay, da haben sich anscheinend ein Großteil aller Leute verbarrikadiert. Nice, manuelle Überbrückung. Ich mach das Ding mal auf. Ah, es ist offen. Es ist eine automatische Türe. Sonst noch irgendwas? Sunburst Banana. Hier drin kriege ich unendliche Supplies her. Ist das möglich? Kann ich dich... Ich meine... Es ist zum Besten für mich. Es tut mir leid. Dann Druckregulator. Nice. Der für eine Mission ist. Sehe ich erst jetzt. Strohpatronen, Infektorlüfter, Anzug, Apparaturkit. Nice. Hier sind noch mehr... Was ist Dying Pomegranate? Ein Granatapfel. Okay. Hier kriege ich sehr viele Supplies her. Ein Polischild. Waffenupgrade. Noch ein Druckregulator. Finde ich das ganze Zeug, bevor ich es eigentlich brauche. Polischild, was ist das? Wird erhöhten Schutz gegen physischen Schaden. Das ist nice. Erhöht Leitgeschwindigkeit. Nee, das ist dämlich. Ätherschaden. Tod von oben. Wann benutze ich das jemals? Beim Fallen auf einen Gegner oder Verbündeten erleidet dieser Schaden. Das brauche ich nie. Mach lieber Polischild, oder? Bietet erhöhten Schutz gegen physischen Schaden. Das ist nice. Okay, was kommt hier für ein Operator raus? Erstmal ist das Ding gesperrt. Was ist denn das? Ist das... Ja, ist Science. Also für Psi. Ich unlock das Ding. Warum? Was ist das da oben denn? Okay, das ist... Wow, das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Nice. C. Und dann muss ich wieder hier durchfahren. Können wir das bitte lassen? Das ist asozial. Das ist asozial. Okay, ich hasse... Nee, das kriege ich nicht auf die Reihe. Was ist das denn für ein Level? Au! Ja, das weiß ich. Wenn das passiert, wird man geschockt. Ich meine, es passiert nicht wirklich viel. Man verliert, glaube ich, 10 Leben oder so. Muss ja nicht sein. Das ist das erste Mal, dass ein Hack nicht funktioniert hat. Wegen dem Bullshit, was das Spiel durchzieht. Was war das denn jetzt? Das war absolut krank. Wie macht man sowas? Okay, pass auf. Hier, Y. Jetzt auf einmal ist es super easy. Okay, nice. Science Operator. Ich brauche Psi. Ganz dringend. Eigentlich ja nicht. Ich weiß, wie Waffen-Upgrades funktionieren im Spiel. Du kannst gehen. Danke. Hilf mir. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Kannst du es ganz hochschrauben? Qualitätssicherungsplan ist aktuell. Sie kann mir nicht helfen. Ist auf oder nahe Höchstwert. Sie will mir Haben nicht helfen. Haben Sie die AAGs gefunden? Komm. Ich hoffe, die erledigen diese Dinger. Ich arbeite momentan daran. Das hat mich ein bisschen sehr erschrocken. Lagerraum AR01 ist da hinten. Okay. Jetzt erstmal willkommen im Arboretum. Ja, dem besten Ort dieser ganzen Raumstation. Glukanister, Noise, Lobby. Hopp. Ich dachte gerade, der Schatten. Hauptaufzug ist da unten. Charakteranpassung benötigt. Charakteranpassung benötigt. Sagt er mir gerade, dass ich asozial bin, weil ich ihn eingerempelt habe? Ist das dein voller Ernst? Wo bin ich rausgekommen? Ich bin hier rausgekommen. Okay, hier war ich. Experiment Plant Growth in Process. Hier ist der Superdünger anscheinend. Okay, aber ich habe die Frau Doktorin noch nicht gefunden. Na, die liegt wahrscheinlich irgendwo. Knopf verwenden. Ist das der Superdünger? Anscheinend nicht.
Ich habe den Knopf aber vorher nie gedrückt, also war es ein Versuch wert. Okay, was machen wir zuerst? Diese Leiche habe ich komplett ignoriert. Evelyn McCarthy. Nice. Und noch eine Shotgun. Immer gern. Dann soll ich die Geschütze reparieren? Ich glaube ja, ne? Die stehen hier nämlich nicht umsonst. Was? Musik. Teilfehlmaterial unzureichend. Ich werde noch nicht als Dings erkannt. Ich werde noch nicht als Teilfen erkannt. Hi. Hi. Kannst du mir assistieren, ohne auf mich zu zielen, bitte? Das ist gruselig. Dankeschön. Hier liegt noch... Hier schwebt noch eine Pistole. Cool. Dann Jenny King. Disruptor Batteriefabrikator. Okay. Geschütz. Feuer frei. Mimics? Wo sind die jetzt hingerannt? Die kamen da raus, aber haben sich verteilt. Hä? Wollten die mich nicht angreifen? Ich meine, okay, nach dem Psy-Hyper. Hauptaufzug ist da hinten. Ich mache erstmal alles andere jetzt. Greenhouse ist da oben, the bridge ist links. Es gibt hier so viel. Es gibt hier, aber der Ort ist cool. Musik, hier ist doch gar nichts. Komm runter. Mann, diese fucking Musik. Ich sehe, da hinten rennt ein Mimik rum, ja. Aber ansonsten sehe ich hier nicht viel. Die Musik sollte echt mal runterkommen, das kann nicht gesund sein. Guten Tag, Carlos. Hi. Bei Verlust von Atmosphäre oder Schwerkraft und in kritischen Notfällen, begeben Sie sich bitte zum nächsten Sammelpunkt. Okay. Crew Quarters. Hier sind die Crew Quarters, da drin ist ein Phantom. Das mache ich jetzt nicht auf. Dann weiß ich, dass ich hier definitiv noch nie war. Und das ist ein Mimik, ne? Jawohl. Du wurdest geschreckt, Kollege. So. Das ist eine sehr gemütliche Position. Mimikram, Noise, Schild auf Bank. Gestiftet von William Yu. Cool. Eine Notiz. Nein, nicht der Schachtisch, die Notiz. Phosphatwehr der Pflanzen in Quadrat 2 überprüfen. Springer zieht es 5 Minuten von kurz nachsehen. Dr. Howard, Frank, Wasser brauchen. Dr. Howard, das Investor aus Passwort. Xenopod 1 geändert. Ich habe das Gewächshaus schon aufgemacht. Egal. Iris Stein. Okay, Waffenupgrade. Nice, noch eine Neuromod. Cool, da beschwere ich mich definitiv nie. Über Neuromods beschweren ist ungültig, allgemein. Wenn du dich darüber beschwerst, dass du Neuromods findest, ist dein Argument automatisch ungültig, weil die Dinger sind awesome. So, nice. Hier ist Lagerraum AR01. Anscheinend voll mit Auslöschergeschützen. Wurde mir gesagt, Datenzentrale ist da hinten, da soll ich ja eigentlich hin. Okay, pass auf. Jemand hat mir übrigens gesagt, wie das geht, den Code einzugeben. Ich darf nicht an das Ding ranzoomen, sondern muss einfach... Nein. Es geht nicht. Beziehungsweise, es geht vielleicht, aber ich drücke nicht die 10er-Tastatur, sondern die normalen Zahlentasten, weil die 10er-Tastatur ist voll mit Aufnahme-Shortcuts, also geht das halt doch nicht. Egal. 3, 3, fuck. Jetzt machen wir es halt so. 3, 3. Ich meine, es ist ja egal, es geht nicht wirklich viel schneller. Wusste ich's doch! Ah ne, das ist ein Geschütz. Ich wollte gerade sagen, hier drin ist doch ein Mimik. Waffenschrank. Yay, warum auch immer die hier oben einen Waffenschrank brauchen, aber warum nicht? Kühlstrahlzellen? Nice. 2 Pistolen. Ich find's immer... Inventar überladen. Ich find's immer toll, wie ernst die Waffenschränke nehmen. Ne? Die sind halt wirklich voll bis unter das Dach. 9mm Munition. Neues. Noch ein Waffenupgrade. Warum nicht? Noch Schrotpatronen. Warum nicht? Ein einziges Geschütz hier drin. Hat sie nicht... Ne, es sind 2. Da ist noch eins. Hat sie nicht gesagt, das Ding wäre voll mit Geschützen? Da verstehe ich ein bisschen mehr drunter als 2. Das. Ich glaube, ich sollte zurück. Ich muss ganz schnell zurück zum Recycler. Weil ich habe absolut keinen Platz mehr, das Zeug mitzunehmen. Ich habe schon wieder zu viel Zeug. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Du spielst das Spiel für 5 Minuten und bist wieder so... Dahin ist die Loading Bay. Und bist wieder so komplett überladen. Ja, du kannst aufhören, mich zu scannen. Ich habe nichts gemacht. Und bist schon wieder so überladen, dass du nichts mehr mitnehmen kannst. Und ich verstehe die Musik nicht ganz. Ich komme nicht ganz hinter die Musik, weil es ist doch absolut... Es ist doch nichts los. Bin ich gerade falsch gelaufen? Ich glaube, ich bin potenziell falsch gelaufen. Die Musik irritiert mich schon. Weil anscheinend soll hier oben was super Gruseliges sein, aber ich sehe halt nichts. Keine Ahnung. Wo ging es runter? Hier. Dann. Oder hätte jetzt die Tür funktioniert? Keine Ahnung. Hätte jetzt die Tür funktioniert? Nee, die Tür funktioniert immer noch nicht. Muss ich von der anderen Seite machen. Die ist wahrscheinlich hart gelockt. Mit dem Ding da, muss ich mir merken. Okay, Recycler. Bitte nimm einmal mein Alles. Fände ich nice. So, dann habe ich 2 Shotguns. Welche Überraschung? Ich habe 3 Pistolen. Krank. 2 hiervon. Nice. Dann ein Druckregulator. Habe ich immer noch dabei. Keine Ahnung wofür. Werden wir sehen. Okay. Auf.
Beziehungsweise recycle nicht auf. An. So. Mach mehr Kram. Dankeschön. Reicht das für eine Neuromod? Kann ich mir die Dinger wieder reinjagen? Hoch. Das reicht für eine Neuromod. Da habe ich 3. Warum nicht? Ich beschwere mich nicht. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der sich über Neuromods beschwert. Nice. Okay. Übertreibe ich es vielleicht langsam mit der puren Menge an Neuromods, die ich mir schieße? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe das schon mehrfach gesagt, aber ich bin rein theoretisch an dem Punkt, technisch gesehen, bin ich ein Neuromod-Junkie. Weil ich schieße mir die Dinger ja wie Mentos. Das ist ja widerlich eigentlich. So, hier unten war die Türe, ne? Genau, ich stecke fest. Nice. Hallo? Kann ich... Ich hänge fest. Ich wollte dich nicht. So, jetzt. Hier drauf und dann hier runter. Hier ist die Tür. Genau. Dann... Tür zum Verladebuch. Aktivieren. Ja, jetzt funktioniert auch diese Tür. Okay. Was mache ich jetzt als nächstes? Soll ich versuchen, den Aufzug zum Laufen zu bringen? Weil das ist direkt hier unten. Und alles andere hier habe ich schon gemacht. Ich versuche mal, den Aufzug zum Laufen zu bringen. Komm. Geschütze? Okay. Keine Mimics in Sicht. Keine Mimics in Sicht. Hier ist eine Medbay. Aber das Licht flackert. Potenziell Phantom in der Nähe. Nee. Nee. Nächster. Mimics. Oder, nee, das ist kein Mimic. Es sieht aber aus wie ein Mimic und es hat den Mimic-Turm dabei, aber es ist ein Fragezeichen, Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Medikit. Medical Operator brauche ich nicht, aber kann ich mal beschwören. Nur für den Fall. Hier brauche ich nichts. Oder kann ich nicht rein, kann ich nichts rausholen. Hier oben. Was haben wir hier? Nein, 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 aber hier ist eine... Hier ist eine Wartungsluke. So, pass auf. Ja, diese Stimme ist so nervig. Was haben wir denn hier? Wo geht's hin? Wo führt das hin? Wenn jetzt hier drin ein Mimic ist, dann gehe ich. Ich traue der Sache nicht ganz, merkt man das? Hi, dich kenne ich nicht. Du bist neu. Ein Ätherphantom. Tolle Sache. Coole Geschichte. Wo ist er? Da hinten. Der hinterlässt das Zeug auf dem Boden. Okay, das ist die neue Shotgun haut aber. Die hinterlassen dieses Zeug auf dem Boden, was mir Schaden macht, wenn ich reinlatsche. Nicht schön. So, pass auf. Voll ins Gesicht. Voll ins Gesicht. Da macht dich so kalt, weil du es nicht besser verdient hast. Au, au, au. Ja, ich merk's. Danke, ich krieg's mit. Okay, wo bin ich? Kann das weggehen? Das ist nervig. Okay, die neue... Aua, die neue Shotgun ist heftig. Nice. Teufelorgan, das. Wo genau bin ich? Ich bin hinter dem Glas in der Nähe vom Hauptaufzug. Sollte ich hier sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber es sieht cool aus. Es sieht aus, als sollte man hier sein. Aber vielleicht jetzt noch nicht. Ich kann es dir nicht genau sagen. Hier ist ein Ventilator. Hä? Wo bin ich? Ich bin definitiv in den Wartungsgängen. So viel ist klar, da bin ich ja gerade reingelaufen. Aber wo genauer ist die eigentliche Frage? Und was gibt's hier für schöne Dinge? Und warum halten Ätherphantome so viel aus? Interessante Frage. Furchtreaktor. Was für ein Ding? Gesundheit? hier. Wenn du einen Typhon tötest, besteht eine Chance, andere Typhon in der Furcht einzujagen. Das ist cool, ne? Ich habe fast keine Plätze dafür. Das lasse ich aber mal. Weil, was bringt's? Ich werde sie sowieso irgendwann bekämpfen müssen. Dann rennen sie ja nur weg und machen es eigentlich schwerer, als es ist, oder? Jetzt habe ich das zumindest im Gefühl, weil ich werde sie ja sowieso irgendwann bekämpfen müssen. Und wenn die dann um ihr Leben rennen, macht mir das meinen Job nicht unbedingt einfacher, habe ich das Gefühl. Okay, pass auf. Was gibt's hier unten? Andere Frage, warum bin ich überhaupt hierher gekommen? Wegen dem coolen Shit, ich weiß, aber... Was gibt's hier im Speziellen? Kann ich da nicht rein? Oder ist die Tür wieder verstellt? Security Locker. Achso, das geht auf. Aber es ist eine Hebelkraft 3 Fracht. Warte mal, ich habe doch jetzt Hebelkraft 2. Das geht. Awesome. Warte mal, kann ich das hier raushebeln? Das geht. Und, okay. Das war nicht beabsichtigt, aber es hat funktioniert. Das, keine Ahnung, das ist ein bisschen glitchy. So, was haben wir hier drin? Bitte keine Mimics, weil das wird keinen Sinn machen. Wie sollen die hier reingekommen sein? Ersatzteile, immer gern. Da benutzte Plastikschläuche. Eine Leiche. Waffenupgrade. Schrotflintenfabrikatorplan. Nice. Schrotpatron. Karen Berkeley. Buckley. So. Okay. 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 Die hat sich hier unten drin verbarrikadiert, aber es hat nicht besonders viel gebracht. Okay. Damit wäre das erledigt. Trotzdem, warum bin ich hierher gekommen? Ist das einfach nur eine optionale Area mal wieder?
Hier unten gibt's auch sonst nichts. Es ist nur eine optionale Area, die einfach existiert, um zu existieren. Wie gesagt, daran ist nichts Falsches, aber ich habe jetzt Ressourcen beim Kampf gegen das Phantom verbraucht. Kuhstrahlzellen. Hätte ja nicht unbedingt... wollte ich nicht. Hätte ja nicht unbedingt sein müssen eigentlich. Weil das Ding hat echt geschluckt. Und hat echt, echt wehgetan. Deswegen, in weiser Voraussicht habe ich deswegen den Medical Operator gemacht. Wo ist denn der jetzt? Wo? Ist der sonst wohin geflogen? Ich kann nicht noch einen machen, ne? Doch. Beantrage neuen Operator. Ist der ins Arboretum rausgeflogen? Und für immer verschwunden im Äther? Keine Ahnung. Komm her. Und hilf mir. Mir fehlt 20 Leben, wie schlimm. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Ich hab mir wehgetan. Danke. Danke. Nee, mach ich nicht, mach ich nicht. Alles gut. Okay, Hauptaufzug. Jetzt tue ich mal, was mit dem Hauptaufzug nicht stimmt. Da wollte ich ja eigentlich die ganze Zeit schon rein. Weil dann kann ich den zum Laufen bringen. Dann kann ich viel schneller zwischen Lobby und Arboretum hin und her. Weil ich werde nicht nochmal durch die Guts gehen. Ich werde die Guts wahrscheinlich nie wieder betreten, es sei denn, eine Quest führt mich dahin. Weil wegen, die Guts sind Kacker. Die Guts sind unübersichtlich, ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Und es ist furchtbar, furchtbar nervig. Okay. Okay. Ich muss runterkommen. Das war echt nervig. Ich habe diesen Teil gehasst. Weil ich nicht wusste, wo oben und unten ist und wo überhaupt irgendwas ist. Fehlfunktion. Fand ich den Typhon... Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann, ist er für das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Ja, es ist ein Technopath, du Genie. Wirklich? Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfehler. Was? Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Coole Geschichte. Coole Geschichte. Kannst du... Ein Scan wäre aufschlussreich. Nein, echt! Du Genie! Mein Q-Beam funktioniert nicht. Nachladen. Fuck me. Muss das jetzt sein? Oh mein Gott. Ich brauche eine EMP-Ladung. Es ist zu viel. Oder komm, ich mach gleich... Ich transfer eine Nullwelle zu ihm. Hier, bitteschön. Viel Spaß damit. Benutze deine Fähigkeiten jetzt. Musste das wirklich kommen, das Gespräch jetzt, während wir hier Probleme haben? Komm hierher. Komm. Deine Jungs können mich gerne rösten. Das ist mir egal. Ich habe genug Medikits dafür. Komm, try me. Try me. Noch ein Medikit und dann eine Shotgun in sein Gesicht. Komm her. Komm her. Gib's auf. Du bist tot. So, jetzt muss ich mich noch um die Idioten kümmern. Wenigstens habe ich das erlegt. Es überschlagen sich wieder die Ereignisse. Das ist manchmal wie eine, keine Ahnung, wie eine Fernsehshow, was hier abgeht. Das ist so lächerlich, was alles gleichzeitig passiert. Schön. Ich wusste schon, wie die funktionieren. Hat er sie noch umprogrammiert. Toll, was bist du? Faszinierend nennst du das. Ein Medizinoperator ist das. Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und der Lebenserhaltung. Ich hab schon wieder ein Q-Beam-Magazin verblasen. Oh Gott, ey, es passiert so viel gleichzeitig manchmal. Ich hab... Guten Tag, Talos. Oh Gott, ey. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind keine sichere Methode zum Aufbewahren ihres Terminal-Passworts. Wusste ich schon. Hier ist der Freeze, den kennen wir doch auch. Also ich komme da rein, er erzählt mir was über den Technopathen, von dem ich wusste, wie er heißt, weil ich schon einen gescannt hatte, aber er anscheinend nicht. Dann fängt der Typ an, mich anzugreifen, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich verbrauche mehr Ressourcen, als eigentlich gesund für mich ist. Das ist Stefan in der Nutshell. Toll, ich habe dich hier zu seinem Büro und seinen Transcribe. Abspielen. Verdammt. Warten Sie. Ich entschlüssele den Rest. Awesome. Brrrt. Verursache keine Schäden. Neues Ziel. Was? Geiles Transcribe. Ich hab noch einen. Oder auch nicht. Was ist das neue Ziel? Was ist das jetzt wieder für eine Quest? Wo kommt die hier? Lade Freestation Frierungsschlüssel herunter in der Lobby. Das ist ein Trauma Center, ne? Da gehe ich jetzt aber nicht hin. Ich gehe nicht zurück in die Lobby jetzt. Wenigstens... Ja, wenigstens funktioniert der Aufzug wieder. Ich gehe nicht zurück in die Lobby jetzt. Jetzt bin ich schon einmal hier, jetzt lasse ich mich nicht wieder ablenken und mein Inventar ist schon wieder voll. Nee, werde ich jetzt nicht machen. Sonst komme ich so schnell nicht mehr her zurück, weil ich wieder alles angucke. So, pass auf, ich pfeife mir genug Sachen für Jahre rein. Dann noch so ein Ding, der Rest sollte von alleine healen. Das war ein toller, erfolgreicher Kampf. Eigentlich ja nicht. Das Beste ist, ich komme hier aus der Tür und der Typ steht quasi direkt vor mir und guckt mich an, winkt quasi fast noch. Okay, wenigstens das wäre erledigt. Nice.
Okay, jetzt können wir wieder die Ladezeit ertragen, dann zurück, dann will ich noch in Alexes Tresor, allgemein will ich in Alexes Haus und sein Zeug zusammenschlagen, weil ich Alex nicht sonderlich mag, weil ich ihm nicht trauen kann und weil er mich für Tests missbraucht hat. Ich habe zwar ja gesagt ursprünglich, aber er hat mich nie auf den neuesten Stand gebracht und mich in einer Simulation leben lassen, das kann ich nicht verzeihen. Okay, sonst noch irgendwas, was ich hier oben machen muss? Ich sollte, wie gesagt, eigentlich zu Deep Storage, ne? Also hier, Datenverarbeitung heißt das auf Englisch, heißt Deep Storage. Da sollte ich ja, das war eigentlich der ursprüngliche Plan. So. Ich habe keinen Termin, nein. Das... Ach nee, der Heal läuft noch. Ich dachte gerade, das reicht nicht. Hi. Ich brauche dich nicht. Ich habe Essen. Du bist unnötig, unwichtig. Okay, unten alles erledigt. Gravity Utility System Loading Bay. Ich gehe rechts lang. Weil hier war ich ja schon. Da oben war dieses Ding, wo der Mimic war. Das kleine Häuslein. Und da gehe ich jetzt noch nicht hin. Crew Core. Das haben auch mehrere Ziele, aber jetzt nicht. Noch nicht. Weil erstmal alles hier erledigen. Hier war ich auch schon. Hier war der... Waffenschrank. Und hier habe ich den Rest nicht mitgenommen. Doch, habe ich den Rest mitgenommen? Nee, die Shotgun habe ich nie mitgenommen. Hehe. Okay, sonst noch irgendwas? Nein. Okay. Es ist viel zu still. Es ist viel zu still. Hier ist die Brücke. Es ist so verdammt ruhig. Nee, hier hinten ist irgendwas. Hier hinten ist irgendwas. Ich höre irgendwas. Was ist... Was ist das hier? Operator Dispenser. Was denn für einer? Engineering. Brauche ich dringend. Anzug schwer angeschlagen. 2. Weil ich höre, glaube ich, Phantom. Aber ich bin mir nicht sicher. Und bevor ich mich mit dem anlege, brauche ich, glaube ich, besseren Anzug. Weil das Ding hat so viele Löcher. Das ist nicht mehr lustig. Mein Anzug sieht aus wie ein Schweizer Käsekostüm. Dabei soll es gar keins sein. So, hoch, rüber, Y. Okay. Cool. So, bitte einmal. Ich brauche einen. Antrag 9, Operator. Dringendlichst brauche ich einen. Wäre cool, wenn ich einen kriegen könnte. Hilf mir. Hilf mir. Ich bin verletzt. Danke. Okay, da hinten ist Deep Storage. Und ich höre irgendwas. Ist das ein Stromphantom? Weil es stört Licht. Nee, ist Äther. Nicht schon wieder so einer. Okay, Doppelgänger 1 verfügbar. Es ist ein Ätherphantom. Habe ich eigentlich Neuromods? Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ich weiß. Ich habe doch Neuromods ohne Ende, oder nicht? Ich habe 3. Ohne Ende ist was anderes. Erhöht Psi. So oft benutze ich das Zeug ja gar nicht. Nimm. Hier irgendwas. Schlagkalibrierung. Erzählt Ausdauerkraft von Rohrzangenangriffen. Lautlosigkeit. Vielleicht jeder braucht länger, um dich zu entdecken, wenn du schleichst oder kriechst. Ist das eine gute Idee? Keine Ahnung. Weil hier gibt es dann später noch, dass man extrem viel Schaden macht. Also, nee, ich spare mit Neuromods mal auf, komm. Aber ich muss den jetzt trotzdem irgendwie loswerden. Guckt ihr, der guckt nicht in meine Richtung. Was sehen Sie im Glas? Nichts Besonderes. Absolut nichts weiter Interessantes. Kannst du... Oh, wer ist der Echte? Wer von euch beiden ist der Echte? Es ist nicht du. Du bist der Echte, ne? Komm her. Komm, versuch's nicht. Komm her. Asozial. Asozial und unpassend. Wo ist er? Sprungangriff, du Mistkerl. Ich brauche gerade wieder den Engineering Operator. Ich bin wieder runter auf 3/4. Wo ist der denn jetzt? Bro, wo bist du hingeflogen? Hi. Hi. Anzug, schwer beschädigt. Kampf. Da kommen die ganzen Shotgun-Shells ins Spiel, die ich das ganze Spiel lang gesammelt habe. Weil mit einer normalen Rohrzange ist denen nicht mehr beizukommen. Dafür machen sie viel zu viel Schaden, wenn ich nah genug ramme. Wo habe ich den hin explodiert? Wo ist denn der jetzt? Wo ist der hingeflogen? Wo sind seine Überreste? Da geht's zu Alex's Office. Alex's Office? Wo habe ich den Jungen hin explodiert? In alle drei Reiche der Unterwelt. Was ist der denn? Hä? Ich sehe es auch mit dem Psychoskop nicht. Wo ist der Typ hin? Also, warte mal. Er kam hier auf mich zugerannt, dann habe ich ihn geschlagen. Ist er nach da hinten geflogen. Wo ist der? Da geht's zur Datenzentrale. Ist der hier hinten? Bro? Dude? Was ist denn hier? Duffbier. Ey, hat einer getrunken. Nice. Baseballhandschuh. Das erklärt trotzdem nicht, wo der Typ her hin ist. Synthetisches Material. Oh, ich das Phantom hin explodiert. Ich habe keine Ahnung. Wir ignorieren das einfach mal. Das Phantom hat niemals existiert, okay? Ich finde ihn nämlich nicht mehr. Ich finde nicht mal einen Klecks von ihm. Ich habe den Jungen komplett zerlegt. Okay, ich gehe zu Alex's Office. Das Ding ist aber deaktiviert, aber es ist ein Stufe 4 Schloss. Ich meine...
Was? Hi! Wo kommst du her? Feuerphantom, ich will dich scannen. Stillhalten. Ich habe nicht genug Glue für den Spaß. Kumpel. Hi. Hi, du bist nicht so heftig. Wir hatten uns schon mal gesehen. Ich habe deinen Bruder umgebracht. Unten im... Stimmt, die können das ja von sich abstoßen. Thermalphantom. Ich hab deinen Bruder gekillt. Ein bisschen weiter früher im Spiel. War lustig. War lustig. Kannst du nochmal bitte geglugt werden jetzt? Ich weiß, das bringt nicht sonderlich viel, aber... Man muss... Sind das zwei? Sind das fucking zwei Thermalphantome jetzt? Really? Drei Gegner? Wo kommt ihr her? Was habe ich euch hier getan? Was ist das da? Keine neuen Daten. Ach, ein Mimic. Der ist eher die geringere Bedrohung. Achso, ich dachte, das wäre ein Mimic. Komm hierher. Ich nehme es locker mit dir auf. Der Mimic ist da oben irgendwo. Hi. Hi. Ja, du musst mir gar nicht winken. Du bleib weg. Ich habe gerade mit etwas viel Größerem zu tun. Das kannst du nicht mal ansatzweise vorstellen, was hier los ist. Könnt ihr aufhören mit zu winken? Das ist zwar süß as fuck, aber... Nein, echt. Ach, komm. Ich habe so viel Munition, das muss ich auch mal ausspielen. Ich habe 45 HP, Ladies und Gentlemen. Das ist awesome. Ich hasse die Viecher. Hi. Er winkt mir. Ich brauche ein ganz dringend Medikit. Und vor allem Glue funktioniert nicht richtig bei denen, weil die stoßen das so von sich ab. Aus dem... Ja, siehst du, der macht dann einmal die Feuerwelle und dann ist es weg. Wo hast du dich jetzt hingeflasht? Der Burning Man. Der Typ sieht aus wie die billige Version vom Ghost Rider. Wo ist der Ghost Rider? Irgendwas hier war rot. Ich habe gerade ein rotes Fahnen kurz gegeben. Wo ist der Ghost Rider hin? Ich habe... Da hinten. Stimmt, ich habe ihn ja gemarkert. Ghost Rider, hey! Billig Abklatsch. Nick Cage. Bist du... Schläfst du? Hat er sich hinter dem Busch versteckt? What? Hey! Können wir damit aufhören? Es ist asozial. Hat sich nicht gelohnt. Was ich sagen wollte, ja? Ich kann Alex Graflift hacken. Mit Stufe 4 Hacking. Das erste Stufe 4 Schloss ever. Warum, wo kommen ständig die ganzen Gegner her? Das ist total interessant, eigentlich. Da müssen wir mal... Keine Ahnung, haben die Wissenschaftler dieser Station irgendeine Theorie parat, wo die ganzen Gegner immer herkommen? Weil ich weiß, die Mimics können sich multiplizieren aus toten Körpern, aber so schnell glaube ich nicht. Dann wieder hoch, wieder rüber. Stufe 4 ist wie eine schwierigere Stufe 3. Macht ja Sinn, ist die nächste Stufe. Was sage ich? C, dann rüber, runter, rüber, hoch, F. Yay, Stufe 4 Schloss. Das müsste eigentlich einen Erfolg geben, weil das hätte ich mir... verdient. Keine Ahnung, was das war. Okay, was ist da oben los? Es ist verstreut. Alex Yu, President und CEO. Keine Gegner hier oben? Hat sich kein Phantom oben bei Alex bequem gemacht? Nein. Kein Schwein. Das Ding steht auch auf einem riesigen Stein. Auf Stelzen. Tatsache, hier ist was. Das sollte eigentlich nur ein Joke sein. Mit hier muss doch was sein, wenn das Ding auf einem riesigen Stein steht. Aber nein, hier ist tatsächlich was. Das ist eine Leiche. Das Spiel überrascht mich immer wieder mal. Obwohl es das eigentlich gar nicht mehr sollte an dem Punkt. Was haben wir hier? Ersatzteile, eine Rohrzange, Schrotpatronen. Marietta Kirkos. Platine Ersatzteile, ein Quartier, Big Bang Bros und ein Transcribe. Abspielen. Captain, hab ich... Ich dachte... Ihre Schicht beginnt erst in 2 Stunden, aber Sie müssen sofort kommen. Ist alles in Ordnung? Nein, ist es nicht. Komm ich jetzt hier raus? Gehen Sie zuerst in mein Quartier, holen Sie die Waffe aus dem Tresor. Ich übermittle den Code. Sofort, Captain. Die goldene Waffe. Was? Ich habe gerade eine Quest gekriegt, die heißt die goldene Waffe. Finde Captain Marks goldene Waffe. Es gibt eine... Fuck. Es gibt eine goldene Waffe. Ich habe doch schon eine. Ich habe die Margrave. Also das kann nicht die Margrave sein, weil die Margrave ist Pre-Order Exclusive. Die kann man nicht anders kriegen. Das heißt, es gibt irgendwo hier eine goldene Waffe. Cool. Nice. Das und alles nur, weil ich das klassische Spiele-Klischee verfolgt habe, nachdem unter jeder Treppe und unter jeder Stelze was ist. Das ist, bevor ich jetzt da reingehe, erstmal sein persönliches... seine Dachtierrasse, das ist doch krank. Terraforming des Mars, Teleskop untersuchen. Der guckt den Mond an. Okay.
Ich glaube nicht, dass die Ausrichtung übereinstimmt mit dem, was ich gerade gesehen habe, aber okay. Der Stand Clear. Was ist das hier? Eine Brücke. Das ist für eine Brücke designt worden. Was macht der denn hier oben? Wie sehr kann man sich gönnen? Sogar eine richtige fette Klimaanlage hat der Mann. Nicht genug Platz. Ich liebe es. Nice. Cool. Ich habe inzwischen... Guck mal ins Inventar. Ich habe inzwischen so viele Waffen-Upgrade-Kits, dass sie nicht mehr stacken können. Deswegen passt es nicht. Ich glaube, ich sollte sie benutzen. Halte ich für eine halbwegs gute Idee. Soll ich die Shotgun noch weiter verbessern? Ich meine, sie ist eine der besten Waffen, die ich habe. Schaden kann ich keinen mehr machen, aber vielleicht Rückstoß. Komm. Wollte ich mal Witze drüber machen, dass ich das eigentlich nicht brauche, aber... Komm, 50%. Ne, dann einmal noch Nachladegeschwindigkeit. Okay, jetzt sind wieder zwei Waffen-Upgrade-Kits weg. Jetzt kann das alles wieder ein bisschen stacken. Okay, jetzt passt nämlich auch das Zeug hier rein. So, und das passt auch gerade noch so. Der Typ, ne? Also, mein Bruder ist schon die etwas exzentrischere Variante von mir. Das ist, wow. Massive Dachterrasse läuft bei Alex. Okay, nice. Was ist hier drin? Guten Tag, Talos. Herzlichen Glückwunsch an Dr. Calvino, den Gewinner des... Warum? Als wir noch Kinder waren, bist du oft in mein Zimmer geschlichen. Hast meinen Computer benutzt. Ich weiß noch, wie du meine geleckte Conquistadors-Spielstände geschrottet hast. Ich hab dir damals den Arm gebrochen. Das tut mir heute leid. Was? Wegen dem Spielstand? Aber ich nehm's dir immer noch übel, dass du meine Sachen angerührt hast. Oh, rate mal, wo ich gerade bin. Wenn du mir das übel nimmst, rate mal, wo ich gerade bin. Ich bin mitten in deinen Sachen, Bro. Wortwörtlich, hier ist mein Bro. Ich hab 24 Recycler-Nades. Es nimmt echt Überhand, ne? Ich muss die Margrave nochmal verbessern. Weil wegen... Ich habe noch ein Waffen-Upgrade-Kit gefunden, was ich nicht benutzen kann. Nochmal Munitionskapazität? Oder? Nee, komm, wir machen nochmal Rückstoß. Keine Ahnung. Ich habe viel zu viele Waffen-Upgrade-Kits, glaube ich. Nice, hier liegt noch ein, siehst du, deswegen habe ich das gemacht. Cool. Mensch, Alex. Du wohnst schon schön. Wäre doch eine Schande, wenn sich jemand dran zu schaffen machen würde, oder? Was haben wir hier? Eine Neuromod, dankeschön. Natürlich auf seinem Schreibtisch. Ein Stufe 4 Schloss. Fuck, die Banane passt nicht rein. Kann ich die essen? Dankeschön. Es wäre extrem doof, wenn jemand in seinen Rechner gehen würde. Glaube ich. So, was ist hier? Ach, da ist der Safe. Hier ist der geheime Safe. Und das Ding hier ist kein... Also, das ist keine Wand, das ist ein Looking Glass Bildschirm. Okay, das. Was war der Safe Code? 1404. 404. Was ist da drin? Psychoschock-Schild, Alex U. Sweet. Ein Transcribe, 0 Wand, Transmitter und 2 Neuromod. Wenn alles so schlimm wird, wie ich befürchte, bleibt dir nur noch die Flucht. Du musst bekannt machen, was auf der Talos 1 passiert ist. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie ist verschlossen. Ich habe einen Zweitschlüssel auf dem Datentower neben dem Stuhl versteckt. Du weißt schon, welchen ich meine. Es steht diesmal mehr auf dem Spiel als unser Leben. Oder die Station. Wenn auch nur eine dieser Kreaturen zur Erde kommt, dann war's das. Ich habe immer diesen Traum. Ich stache in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es. Ja, und es sind feindselige Aliens. Ich kann es nicht sehen. Aber es sieht mich. Ich spüre seinen Hass. Ich weiß, du weißt, wovon ich spreche. Oder wirst es bald. Ich weiß ganz genau, wovon du redest. Von feindseligen Aliens. Okay, Stufe 4 Computer. Mal schauen. Das habe ich gesehen. Da wurde irgendwas durch den Boden angezeigt. Ist das Ding unterm Haus, was neben der Leiche war? Ich glaube ja. Oder kann ich hier im Haus irgendwas reparieren? Keine Ahnung. Mach ich gleich. Jetzt muss ich erstmal das auf die Reihe kriegen. F. Hackerman. Dann hier hoch, rüber, F. Hoch, rüber. Das ist so easy gerade. F. Was? Ist das absichtlich so einfach? Die Displays sind immer so groß. 4 E-Mails. Alex, ist das Display besonders groß? So kommt es mir nämlich vor. Alex, ich habe sie gefunden. Neuromod-Dateien auf einem PC-Schrank. Jemand hat sie ja wohl versteckt zusammen in einer Fluchttasche. Muss ich mir wegen irgendwas Sorgen machen? Sie liegt übrigens immer noch. Ach, stimmt. Alex hat mir den Schlüssel weggenommen, ne? Sie müssen mir helfen, einfach schon eine Schlüsselkarte wiederzufinden. Die sollte oberste Priorität für sie haben. Sie ist mit EP-101 geteilt, als seien sie Bescheid, sobald sie fündig werden. Die E-Mail habe ich schon gesehen, glaube ich. Abnormaler Operator. Das ist ein ewig langer E-Mail-Verkehr. Ich habe noch ja, ich werde jetzt nicht alles lesen.
Operator gehört dem Befehl seines Besitzers aufs Wort. Morgan hat möglicherweise ein nicht lizenziertes Modell gebaut. January. Okay, wo sollte er sein? Okay, und sie wollte danach suchen. Kein Betreff. Alex, Sie haben es zu meiner Aufgabe ernannt, alle Bewohner der Station bei guter Gesundheit zu halten. Wenn ich mich irre, Sir, sind auch Sie ein Bewohner der Station. Sie haben bereits 5 anberaumte Fitnesstests versäumt. Deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Sorry. Wenn Sie manche der Übungen nicht vor den Augen der Mannschaft durchführen wollen, kann ich Ihnen auch gerne einen Privattermin im Fitnessbereich geben. Denken Sie daran, Sie würden nicht nur sich selbst als gut tun, sondern werden auch ein Vorbild für Ihre Mitarbeiter. Vielen Dank. Okay, Ergebnisse für morgens Evaluation. Ihr Geschwisterteil ist wirklich ungewöhnlich. Ich habe Ihnen und Bellamy die Vergleiche zur Begutachtung geschickt. Wie Sie sehen werden, gibt es eine merkliche Persönlichkeitsabweichung, die ausgeprägter ist als das, was ich bei starken Neuromod-Änderungen erwarten würde. Aufgrund des Zeitraums, in dem Sie diese Verhaltensänderungen entwickelt haben, ist es sogar noch auffälliger. Wie angefordert habe ich mit Morgan nicht darüber gesprochen. Interessanterweise scheint sich Morgan dessen überhaupt nicht bewusst zu sein. Ja, weil ich nichts weiß. Nebenbei bemerkt, glaube ich, dass sich dadurch interessante Fragen hinsichtlich anderer Anwendungen von Neuromods ergeben, nicht nur in Bezug auf Therapien, auch in Bezug auf Umkonditionierung. Ah, ja. Okay, eine Datei. Fabrikatorplan für Neuro... Habe ich schon. Aber danke. Cool. Und ein Programm. Steuerung für Brücke auf dem Dach. Brücke ausfahren. Wo geht diese interessante Brücke hin, ist die Frage. Das heißt, auf dem Dach geht jetzt die Brücke runter. Wo führt diese Brücke... Wo geht's nochmal hoch? Hier geht's hoch. Wo geht der Mann so hin in seiner Freizeit? Cool, dass ich das jetzt gefunden habe. Alex, was machst du hier oben? Ah, das ist eine private Fluchtkapsel. Die ist hier oben. Ein Medikit, nice. Alex Hughes Tracking Armband liegt hier. Damit ich hierhin geführt werde, wenn ich nach ihm suche. Und ich habe die Schlüsselkarte nicht. Das ist die EP-101 Schlüsselkarte. Das hier ist seine private Fluchtkapsel, weil natürlich hat er eine. Okay, nicht genug Platz dafür. Lass ich mal hier liegen. Weil ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. Das hat er hier oben. Das ist das Ding. Seine private, ich hau ab Kapsel und alle anderen können mich mal. Okay. Okay, ich glaube, seine Wohnung ist komplett erledigt an dem Punkt, ne? Ich glaube, es gab nichts weiter. Jetzt habe ich was zu essen. Ich guck dir mein Inventar an. Ach Gott, das ist furchtbar. Es ist so unübersichtlich, wie es werden kann, ne? Kaffeekast. Ich habe 7 Neuromods, ich mach gleich. Hier. Gott, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zum Recycler zurück. Bevor ich zur Datenzentrale runtergehe, ich glaube, ich gehe zum Recycler am Ende oder am Anfang von... vom Arboretum zurück. Dann kann ich nämlich auch gleich den anderen Pfad hier ablaufen. Weil hier waren wir, hier war ich nämlich noch nicht. Wo die Phantome herkamen. Das ist so ein kleiner Schleichweg zwischendrin. Vielleicht liegt ja auch noch irgendwas halbwegs Wichtiges. Das hier, nein. Trina im Fitzgerald Fur. Ah, ja. Wenn es hier irgendwelche weiteren Feinde gibt, glaube ich das übrigens nicht, weil das wird nicht wirklich Sinn ergeben. Looking Glass. Relaxation Area ist hier. Looking Glass. Tatsache, hier ist ein Looking Glass Bildschirm. Ich kann meine Szenen auswählen. Hier ist auch jemand. Thomas Tucker. Das ist Tom Tucker. Das ist aus ihm geworden. Okay. Kann ich irgendwas benutzen? Warte, wenn ich das noch esse, habe ich frei, ne? Für die Pistolen. Ja. Okay. Looking Glass Szenenauswahl im Aufbau. Funktioniert aber nicht. Okay, es funktioniert anscheinend nicht. Kann ich da durchschlagen? Und hinter dem Bildschirm, weil vielleicht ist da was. Ich meine, es funktioniert irgendwie nicht. Also, ich könnte. Na, natürlich ist da was versteckt. Nice. Das macht keinen Sinn. Warum fallen hier Kisten runter? Ja. Ja, was bist du? Jetzt, das wollte ich schon immer mal wissen. Was seid ihr? Ist das ein fetterer Mimic? Großer Mimic. Es ist einfach nur eine fettere Version vom Standard-Mimic, der extrem wegsteckt. Kumpel, da geht die Zange, da funktioniert die Zange fast nicht mehr. Okay, das war die eine Kiste, die da runtergefallen ist. Das war ein fucking Mimic. Aber hey, wenigstens das. Jetzt habe ich halt alles kaputt gemacht, aber... Es ist im besten Interesse für mich, okay? Weil ich brauche das Zeug, das ist wichtig. Es geht ums Überleben und wenn ich da ein Looking Glass... Ich meine... Oh, die habe ich gar nicht gesehen. All Gold. Wenn ich da mein Looking Glass kaputt mache, muss das halt leider sein. Es tut mir leid. Ich glaube, viel weiter als so kann ich hier eh nicht weiter, weil hier ist ein fucking Stein, ne? Doch, wie bin ich jetzt hier gelandet? Dieser Ort ist so... Oh, unnötig groß, weil ich... Are you serious? Wirklich? Die stecken so viel weg. Was war er? War er so eine...
Warte, halt, halt, halt. Ich habe gerade was gesehen. Sobald er tot ist, kümmern wir uns drum. Immer noch nicht. Danke. Tatsache. Das ist das, was ich da unten gesehen habe. Hier war ich vorher. Der fucking Brunnen ist ein Looking Glass Bildschirm. Nicht mal der Brunnen hier ist echt. Also das hier ist vielleicht echt, oder? Warte mal. Ne, ist auch ein Looking Glass. Nicht mal das Wasser hier ist echt. Wie viel ist hier überhaupt echt? Okay, das hat mich jetzt ein bisschen geschockt. Inspektion läuft. Ja, das Wasser ist nicht echt. Danke, Bro. Okay, jetzt dahin zurück, wo ich eigentlich ursprünglich hin wollte. Nicht in die Crew Quarters, sondern hier scharf rechts. Und dann zurück zum Recycler. Nicht mal das Wasser hier oben ist echt. Wie viel ist überhaupt echt von allem? Weil, du hast das, also, nicht du, genau du, kein anderer. Hast du gesehen? Das ist eine perfekte Simulation. Das sieht absolut komplett überzeugend aus. Wie viel ist überhaupt echt von allem? Schrott übertragen, dann habe ich 2 Pistolen und 3 fucking Zangen. Das, dann noch eine 2. Shotgun. Dann alles andere brauche ich und schon ist mein Inventar quasi wieder komplett geleert. Zieh's hier rein, es ist perfekt. Mach Arbeit! Und dann schieße ich mir wieder Neuromods ohne Ende. Nice. Es ist so schön. Das ist das beste Feature im ganzen Spiel. Fakt. Neuromods. Ich kann mir 2 Neuromods machen. Neuch. Her mit dem guten Zeug. Ey. Und dann mal gucken, was ich mir wieder schießen kann. Ich hätte nämlich Lust auf ein paar neue Skills. Weil ich habe jetzt 9 Stück. Ich glaube, ich habe 9 Stück, ne? Warte mal. Neuromods. 9 Stück. Was will ich? Stoffwechselboost. Verdoppelt die Dauer des Wohlgenährtbonus. Sowie durch die Verzehr von Nahrung und erhaltene Gesundheit. Das hier wäre praktisch. Einfach, weil ich es haben will. Fuck it. Dann erhöht maximale Psi. Erhöht Effektivität von Psy-Hyper. So oft benutze ich das Zeug ja gar nicht. Aber hier erlaubt Installation von 2 weiteren zusätzlichen Chips in einem Psychoskop. Es ist alles nützlich. Das ist das Problem an dem Spiel. Du brauchst alles. Grundsätzlich. Anzugsmodifizierung 3. Maximaler Inventarspace? Fragezeichen? Keine Ahnung. Komm, ich mach mal maximalen Inventarspace. Kostet 6, aber... Nee, wollte ich nicht. Bitte, jetzt. Kostet 6, aber fuck it. Ich hätte auch auf Reparatur 3 sparen können, ne? Fuck. Weil ich brauche Reparatur 3, ich glaube sowieso grundsätzlich. Ich brauche alles grundsätzlich irgendwann. Egal, jetzt habe ich es ausgegeben. Jetzt habe ich... Wie viel... Ich habe maximal Inventarspace, ne? Ich kann jetzt... Genau, außerdem kann ich hier so viel reinhämmern, dass es schon eigentlich lächerlich ist. Dann mache ich tot von oben rein. Und das einfach damit voll ist. So, okay, Anzug ist... Jetzt, warum gehe ich wieder hier lang? Die Tür ist doch offen. Anzug ist maximal verstärkt. Ich gehe zu Datenzentrale, wo ich ja eigentlich ursprünglich hin soll. Ich meine, hier gibt es noch diverse andere Sachen. Aber ich will jetzt einfach ein bisschen, dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Deswegen kann es ruhig sein. Deswegen gehe ich dahin, wo ich eigentlich hin soll. Ich würde eigentlich auch noch gerne auf die Brücke. Ich will eigentlich überall hin, ne? Ich würde schon gern grundsätzlich überall hin in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist awesome. Es gibt so viel zu sehen. Warte mal, kann ich... Das da. So. Hier, Deep Storage. Yay, was ist hier unten los? Ich würde es gar nicht wissen. Die Tür ist zu. Die Musik ist nice. Hier ist die Luftschleuse Arboretum. Nice. 3 von 5 offen. Hier ist die Arboretumsluftschleuse. Okay, nice. Dann haben wir hier noch eine Pistole, einen Glukanister. Zachary West, Effektlösersatzer, Transcribe, Besatzungsquartier, Notiz. Was? Hort in Baffles Schatzkarte, was für eine? Was gibt's? Wie geht's voran? Es ist zu. Das verdammte Ding nicht stimmgesperrt. Auf. Wo ist Danielle? Antwortet nicht. Was ist los? Das Schloss hat eine Stimmsicherung. Danielle muss das Schlüsselwort sagen, wenn wir da rein wollen. Reichen auch einzelne Satzfragmente? Vom Transcribe? Ja, mit den richtigen Wörtern. Oder wenn wir genug haben, um eine Liste aus Konsonanten und Vokalen zu erstellen und Muster laufen lassen. Ich gehe sie suchen. Oder ihr Transcribe. Ich okay. Sehe erst in ihrem Zimmer nach. Alles klar, Ivy. Aber machen Sie keine Dummheiten. Ivy? Mist. Verdammt, Danielle, wo bist du? Tot wahrscheinlich. Ziel abgeschlossen. Aber ich kann da nicht rein, das Ding ist stimmgesperrt. Fuck, so viel dazu. Dass Chief Shaw noch lebt.
Ich rate Ihnen, Zachary Wests Strategie zu verfolgen und Stimmproben zusammenzusetzen. Auf Ihrem Transcribe befindet sich die nötige Software. So haben Sie meine Stimme erstellt. Danielles Quartier dürfte ein guter Startpunkt sein. Okay, ich muss in die Crew Quarters anscheinend. Okay, es geht halt doch nicht anders. Ich muss da rein. Bevor ich das aber mache, ich habe doch einen Shuttle gesehen. War es beim letzten Mal oder dieses Mal? Ich glaube, das war beim letzten Mal. Habe ich einen Shuttle gesehen draußen. Ich gehe kurz raus. Weil das war so sichtbar. Und so, also das sah aus, als ob da was drin ist. Außerdem jedes Mal, wenn ich rauskomme, ist das immer wieder schön, weil Space. Ich meine, es ist unfassbar bedrohlich und bitte nicht umbringen, aber es ist immer wieder schön, das braucht halt Jahre zum Laden. Aber wenn im Shuttle was ist, dann lohnt sich das richtig. Das heißt, ich habe jetzt doch die Erlaubnis, die Crew Quarters zu erkunden, weil das Spiel ist wild. Dann kann ich auch gerade auf die Brücke gehen, wenn ich eh schon dabei bin. Mikrogravitation entdeckt. Nein, echt, ich habe gedacht, in Space hätten wir Gravitation. So, wo war das Shuttle? Ich habe vergessen, wo es war. Also ich habe die Orientierung vergessen. Es war hier. Ich weiß noch nicht wo. Da hinten ist es. Ich sehe es. Okay. Wir bremsen, richten aus und geben Vollgummi. Weil das, da will ich wissen, was da drin ist. Das interessiert mich nachhaltigst. Weil hey, wenn schon 15,99 Meter die Sekunde. Shuttle Wrack, genau. Das habe ich vom Arboretum aus gesehen. Aber wenigstens, da sind Leichen ohne Ende drin. Wenigstens die Fenster im Arboretum sind echt. Und die sind kein Looking Glass. Das Ding sieht aus wie ein normales Space Shuttle, aber umgeben von Koralle. Okay. Das sieht echt aus wie ein normales Space Shuttle, ne? Das hat die richtigen Triebwerke, außer die oben. Das sieht eher aus, als wäre es ein Flugzeug. Okay, kann ich da rein? Tatsache, hier ist ein... Nein, wollte ich nicht. Hier ist ein Hüllendurchbruch. Schauen, was wir da drin haben und woran die gestorben sind. Sind die da reingeflogen? Ist es das, was sie gekillt hat? Finden wir es raus. Ich hasse das. Ich meine, der Effekt ist cool, aber... Stopp. Halt. So. Hunter Hale. Durch meine Routine, das Schalke mit Pistolen Transcribe. Abspielen. Ich weiß nicht, warum ich niemanden erreiche, aber ich bin manövrierunfähig. Ich wiederhole. Kein Antrieb. Ich treibe. Verdammt, Steve. Gehen Sie an Ihr Transcribe. Gut. Mist. Ich sehe in der Kabine nach. Ich habe eine Waffe dabei. Wenn alles in Ordnung ist, gehe ich raus und rüber zu einer Luftschleuse. Hat in dem Fall nicht wirklich funktioniert. Ha, ich habe noch ein Transcribe. Sie Neues spricht Ziel. Captain Hale, Shuttle Exalt. Ich versuche, die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Bitte bestätigen. Ich habe einige Systemfehler. Ist flächendeckend. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße, was ist da los? Ah, das heißt, was hier drin passiert ist, das hier sind Freiwillige. So, die haben sich hier drin entweder versteckt oder sie waren hier und ist ein Mimik an Bord gekommen, deswegen sind sie auch so ausgezehrt. Der hat sie gekillt, kurzen Prozess gemacht und hat dann auch ihn umgebracht und dann gab es einen Hüllendurchbruch. Reparatur 3. Siehst du, deswegen wäre das praktisch zu besitzen. Fuck. Okay, sonst noch irgendwas? Ihn hier habe ich komplett ausgenommen, dann der hat Udon-Nudeln dabei. Okay. Der hat gar nichts dabei. Vorratskiste. Ja, voll worth. Ich meine, hey, ich hab's gefunden, aber... Nein. Oh, doch, ist absolut wert, eine Neuromod. Typhon-Köder, Fabrikator-Plan, noch ein Typhon-Köder, dann Schrotpatrone und eine Neuromod. Nice. Okay, sonst nichts. Das Cockpit ist schick. Flight Course auf Erde. Ah ja, mehr als das haben sie hier nicht. Das ist mit dem Shuttle passiert. Der Shuttle ist übrigens für einen Shuttle extrem schick. Muss nur mal angemerkt werden. Also von innen jetzt. Aber das sieht aus wie ein Wohnzimmer. Okay, mehrere Ziele da hinten. Lampe aus, wir nehmen Kurs und ich drücke auf die Tube. Das war nice. Okay, jetzt auch die Luftschleuse auf. Und die Frage ist, wo gibt es noch Luftschleusen? Wahrscheinlich am unteren Ende der Station. Das würde Sinn machen. Ich weiß noch nicht, was unten ist. Und dann auf der Brücke? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das hier ist cool. Ich habe einen Shuttle gefunden. Ich meine, sie waren alle tot und ihnen war nicht mehr zu helfen, aber ich habe Supplies rausgekriegt und das ist immer wieder awesome. Okay, bevor ich da reinfahre, Vollbremsung und hier, wir kommen hart rein, scharf, links, okay, ganz vorsichtig.
ist awesome. Ich liebe das Spiel, absolut. Okay, zurück ins Arboretum, dann gehe ich auf die Brücke. Ich weiß, ich soll eigentlich ja in die Crew Quarters, aber da ist ja das Hauptziel. Und wenn ich Hauptziele machen will, wo würden wir da hinkommen? Wenn ich Hauptziele machen würde. Außerdem will ich wissen, ob diese Station einen Kapitän hat. Und ich will wissen, ob dieser Kapitän noch am Leben ist. Das ist nämlich äußerst interessant, weil dann hätten wir einen Anführer, dann hätten die Überlebenden der Station einen Anführer. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so doof. Dann könnten sie sich vielleicht organisieren. Ich meine, sie haben sich anscheinend im Frachtraum ja organisiert, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert, wie sie gedacht haben. Keine Ahnung. Okay, ich brauche was zu essen, mir fehlen 2 HP und sowas stört mich, wenn alles andere maximal voll ist. Wo ist es denn? Nee, ich kann Schrotpatronen nicht essen. Apfel, komm, ich gebe mir einen Apfel. Schrotpatronen essen. Okay, wo war nochmal die Brücke? Warte mal, ich habe doch eine Karte, was alles hier anschließt. Genau, wir sind im Arboretum. Datenzentrale ist dicht, absolut. Besatzungsquartiere, Guts war ich, Brücke will ich, Besatzungsquartiere muss ich. Also, wenn ich jetzt noch zur Brücke gehe, war ich quasi überall, was hier anschließt. Mehrere Ziele geht darunter in die Crew Quarters. Und hier oben habe ich auch alles erkundet. Ich habe Alex's Zeug, alles. The Bridge, hier geht's runter zur Brücke. Okay, was ist hier unten los? Die ist wahrscheinlich komplett überrannt, ne? Das würde Sinn ergeben, wenn die Brücke komplett überrannt ist. Ich weiß nicht mal, ob ich hier groß was machen kann, beziehungsweise ob ich schon hier sein sollte zu dem Zeitpunkt. Aber sie ist offen. Yay. Secure Transition? Wir schauen einfach mal, keine Ahnung. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich sowieso später wegen einer Quest noch hier muss, dann gehe ich wieder. Aber wenn das ein, keine Ahnung, ein optionaler Bereich ist, dann warum nicht, richtig? Und der Machtsamblick von Captain Jada Marks, das ist die Kapitänin. Die Mannschaft der Brücke, den Betrieb der Station, überwacht das Weltraum. Irgendwas und den Rest kann ich nicht lesen, weil das Spiel zu schnell lädt. Das ist ein Problem des 21. Jahrhunderts. Komm, gib Gas, danke. Okay, so viel dazu. So viel zum Thema, vielleicht lebt noch jemand. Es sind alle tot, straight up. Das ist, was ich hier entnehme. Es sind alle tot. Command Deck ist hier. Scan. Oh, ein großer Mimik. Hi. Na, fuck, ich kann nicht zielen. Ich hasse es. Hi. Sag mal, sind die Shotguns wert? Ich glaube, das ist besser, als sich den direkten Kampf zu liefern. Okay, habe ich irgendwas freigeschaltet? Ich könnte gar nicht drauf achten. Okay, wer bist du? Oh, fuck off. Pass auf, ich mache mit dir selber mit deinem Kumpel. Kannst mich mal. 2 große Mimics. Wirklich, das sind jetzt die neuen Standardgegner, weil normale Mimics nicht mehr ziehen oder was? Wer ist das jetzt nochmal? Meth Cathron. Cothron. Schalte Pistolenmunition und 2 Kartoffeln. Hab ich auch schon. Okay, da geht's zu Escape. Hier unten sind die Escape-Bots. Hier ist eine ekelhafte, fette Teifenleiche. Okay. Und hier. Ja, eindeutig. Meine Erkunderinstinkte kitzeln, wenn ich sowas sehe. Was ist hier? Ich traue nichts hier. What? Sollte ich hier sein? Bin ich zu früh im Spiel hier? Kannst du mir gerne sagen, dann gehe ich gleich wieder. Ich weiß nicht, was ich höre, genau. Ich kann es dir nicht sagen, was ich höre. Aber es ist fucking gruselig. Was ist da oben auf dieser Brücke? Beziehungsweise, was ist das hier überhaupt für ein Ort? Und warum existiert er? Ich meine, es sieht halbwegs wichtig aus. Aber hier ist ein Hüllendurchbruch. Ich gehe erstmal in die andere Richtung. Ich gehe doch nicht da durch. Also, ich bin doch nicht von allen guten... Hä? Okay. Ich bin nicht von allen guten Geistern verlassen. Also, noch will ich da nicht durch. Sorry, aber nein. Noch nicht. Dazu bin ich noch nicht bereit, okay? Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Aber es gibt das Wort einladend und dann gibt es das, was ich gerade gesehen habe. Und was ich gerade gesehen habe, war nicht einladen. Fuck, da unten sind die Escape-Bots. Aber ich muss hier durch, ne? Nee, das ist die Brücke. Was höre ich hier? Was ist das da? Was ist das für ein Ding? Kommandodeck. Galvanik-Phantome, nein. Ich hasse sie.
Scan abgeschlossen. Yay. Yay, elektrischer Impuls freigeschaltet. Ich hasse es. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Nein, bitte nicht. Ich hasse Galvan. Jetzt kommt er hierher gerannt. Ich muss kämpfen. Ich hasse sie. So, pass auf. Wir machen so. Dann bist du erstmal, ne? Bist du versorgt. Dann gibt's eine Shotgun ins Gesicht. Und noch eine Shotgun ins Gesicht. Und noch eine Shotgun ins Gesicht. Und noch eine Shotgun ins Gesicht. Und dann mach dich so fertig, weil mehr als das bist du nicht wert. Und ich habe genug Leben, um deine Schocks auszuhalten, du Mistkerl. Oh, die hämmern aber übel, ey. Aber die Shotgun rettet mir den Arsch. Wieder und wieder. Okay, das hier ist das Kommandodeck. Was war das, was ich gerade eben gefunden habe? In diesem Wartungstunnel, das war super gruselig. Okay, okay. Transcribe, Matt Cothron. Nice. Was haben Sie für mich, Cothron? Chief, tja, ich habe mir den Flugplan des Volontär-Shuttles angesehen. Es ist lang vom Radar verschwunden, bevor es weiter in Richtung Erde geflogen ist. In leicht veränderter Flugbahn. Kaum merklich. Als ob es von einem anderen Punkt der Station gestartet wäre oder die Talos anders umflogen hätte. 12 Minuten? Was ist mit den anderen Shuttles? Es sind nur die der Volontäre. Die da für alle. Sie starten von der Station, verschwinden 8 bis 10 Minuten und tauchen plötzlich wieder auf. Die VIP-Shuttles verhalten sich normal. Verstanden. Verdächtig. Behalten Sie das für sich. Was denn, Chief? Ach, das ist das Arboretum. Exakt. Gute Arbeit, Matt. Elisa, over. Okay. Können wir nicht... Besprechungsraum, keine passende Schlüsselkarte. Ich war noch nie so froh, eine Schlüsselkarte nicht zu besitzen. Auch wenn ich glaube, dass rein theoretisch die Türe aufgehen könnte. Ich hasse die Viecher. Wo sind sie? Hallo Penny, der Operator, den ich Ihnen geschickt habe, ist unterwegs. Kann sie aber nicht finden. Stimmt erst mit Ihrem Tracking-Armband nicht. Haben Sie die Talos verlassen? LOL. Ich habe gehört, dass es unten im Frachtraum einen Unfall gab. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Melden Sie sich, sobald Sie das hier lesen. Danke. Okay, Messung auf der Talos. Hallo Penny, wir lassen gerade einige Prozesse durchlaufen, die Sie vielleicht über Ihre Daten auswirken. Ich habe hier einen Zeitplan, werde die Wissenschaftsoperator mit ein paar Werkzeugen losschicken, um Ihnen bei der Messung zu helfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Viel Glück, Pete Coleman. Aha, ich habe endlich einen Tag vorhin können, so lange auf der Talos 1 messen. Besatzungskriterien, okay, überraschend, weil es Izumis Geburtstag. Hallo zusammen, ich habe mit Captain Marks geredet, sie gibt uns morgen nach Schicht eine halbe Stunde, um Izumis Geburtstag zu feiern. Geschenke bitte auf den kleinen Tisch im Besprechungsraum, wir tun einfach so, als müssten wir etwas bereden und überraschen sie mit einem Trinkspruch und Geschenken. Ich glaube, so weit ist es dann schlussendlich nicht mehr gekommen. Keine Ahnung, woher ich das weiß. So, was gibt's hier? Bitte viele tolle Dinge. Sky Braxton. Ja. Ich bin schon geplant, die Neuanstellung jetzt hör auf zu grinsen. Ich hoffe, dass im Rahmen des Austauschs der Rotation der Erdkern neuen Leute in Psychotronik gekommen sind. Hier ist ein Technik-Operator irgendwo. Cool. Neue Leute einverstanden. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie zu den Neuen zustimmen. Was wohl wusste, wie groß diese Psychos sind, aber was noch schlimmer ist, ihre fehlende Persönlichkeit ist anstrengend. Sie morgen hat einen glasigen Blick, lächelt nicht. Ja, ich weiß. Ich bin ein furchtbarer Mensch. Ein furchtbarer Chef vor allem. Besonders, weil ich selber nicht weiß, was hier genau los ist. Talos 1 Überwachung. Energie. Nee, das lasse ich mal. Energieüberwachung kann ich ja anlassen. LG-Kamera Umlauf. Vorwärts? Pause? Rückwärts? Ach so, das ist auch nur Looking Glass. Das ist nicht echt. LG-Energie, das steht für Looking Glass-Energie. Das ist auch nur Looking Glass. Ich lasse das mal aus. Das ist auch nur ein riesiges Looking Glass. Ich dachte, die hätten es ja echt so schön. Aber nein, alles Fake. Alles nur Spielerei. Alles nur Lampen und kleinen Rauch. Keine Ahnung, da hinten dran ist ein Technik-Operator. Gehe ich gleich hin. Ich glaube, da geht's. Das war da, wo ich hingekommen wäre, wenn ich unten weitergegangen wäre. Aber es war mir zu gruselig, deswegen habe ich das nicht gemacht. Keine Ahnung, kann ich in diesen Raum da? Ich meine, das Glas hält das bestimmt nicht aus. Nee, kann ich. Okay. Ich will eigentlich nicht noch gegen den Galvanik-Phantom kämpfen müssen, weil ich die Typen absolut nicht leiden kann. Weil die schlucken wie Hölle. Hi. Kann ich dich erforschen? Danke. Elektrostatische Resistenz verfügbar. So, wie mache ich das jetzt damit hier als... Schieße ich ihm eine Schrotflinte ins Kreuz oder was? Der bewegt sich ja nicht groß. Hier sind die Geschenke. Skybrax. Hi. Hi. Du, sag mal. Hey. Bro, ja, ist toll. Die Schrotflinte zeigt sich davon unbeeindruckt. Weil Schrotflinte ist gut und ein gutes Produkt, was nicht abhängig ist von Strom. 20 HP. Da ist ja auch noch ein Mimik. Habe ich nicht gesehen, der hätte mich fast gekillt. Das war ein Finishing Move. Und furchtbar laut. Ich habe den Mimik nicht gesehen. Der hätte mich fast gekillt. Ich habe 20 HP.
Hey, wir sind im Besprechungsraum. Ich hasse diese Station. Okay, habe ich irgendwas? Ich habe maximal Inventargröße, das ist awesome. Essen. Mehr Nom-Noms. Sieht jemand mehr Nom-Noms? Ich nämlich nicht. Duckbier, das kann ich nicht essen. Also, ich kann es trinken, aber dann werde ich betrunken und das muss ja nicht unbedingt sein. Was findet sich denn hier Schönes? F und mehrere Gegenstände aufzuheben. Tatsache, die haben hier eine fette Fressparty gemacht. Guck dir das an. Guck dir mal an, was die hier durchgezogen haben. Pasta ohne Ende. Die haben sich gegönnt. Nice. Das ist Sky Braxton. Das. Ein Plus-Plus-Pistolen-Kit. Was für ein Ding? Hier? Ne, das ist ein Strahlenschild. Pistolen-Krit. Die Chance auf einen kritischen Treffer, wenn du mit deiner Pistole schießt. Das ist besser als der Mimic-Detektor. Das muss rein. Das muss auf jeden Fall rein. Psychoschock-Schild. Verleitet das Ganze gegen den Psychoschock. Ich habe leider nicht genug Chipset-Plätze. Dafür brauche ich mehr Neuromods, um mir das Zeug zu gönnen. Fuck. Dann. Perry Fulbright. Hey, wo ist Perry? Das Schnabeltier. Okay. Das wäre der Raum erledigt. Was ist hier? Authorized Personnel Only. Clearance required beyond this point. Ah, das ist Looking Glass hier hinten. Das ist Looking Glass. Nice. Okay, wir sind hinter den Kulissen der ganzen Zauberei. Hi. Du, ich wurde ein bisschen sehr angeschlagen. Kannst du mal kurz... Danke. Danke, sehr verbunden. Dann gibt's hier hinten irgendwas Wichtiges? Ach, das ist das von unten. Hier bin ich reingekommen. Was habe ich denn Komisches gehört? Was waren die Dinge, die ich gehört habe? Die waren nämlich gruselig as fuck, wenn ich das... Was höre ich hier? Das meine ich. Welche komischen... Was ist das denn für eine Konstruktion? Wofür? Für hier? Hat da jemand mit einem Hocker eine Leiter gebaut? Also, ich bin mir sehr sicher, das entspricht nicht der Sicherheitsregulation. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht so erwünscht ist. Ich glaube nicht, dass man das machen sollte. Okay, viel mehr als das gibt's hier, glaube ich nicht. Okay, das ist das, was ich von unten gesehen habe. Aber was habe ich doch gehört? Ich habe irgendwas gehört. Jetzt ist das Ding zu. Warum war das zu? Ach so, weil ich nicht durch die Tür gekommen bin. Simple Logik ist schwer manchmal. So, ich weiß, wir sind ungefähr in der Zeit, aber die Brücke will ich noch fertig machen, einfach damit der Bereich abgeschlossen ist. Damit ich dann in Ruhe gehen kann. Fuck yourself. Kapitänsloft. Fuck off. Kapitänsloft. Mensch, wie schön das Kapitänsloft ist. Schön wohnt sie hier. Ganz, ganz toll. Okay, was ist das denn hier? Ein topmoderner Looking Glass VR-Sessel oder was? Und die Kapitänin hat es nicht überlebt. Fuck. Soviel zum Anführer. Hier spricht Captain Jada Marks. Für die Nachwelt halte ich meine Überlegungen zum Schicksal des Shuttles Advent fest. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die Advent starten konnte, bevor sie von den Lebensformen kontaminiert wurde, die die Talos 1 zurzeit stürmen. Basierend auf den Telemetriedaten würde ich sagen, dass die Advent ungefähr 30 Minuten vor dem ersten gemeldeten Vorfall gestartet ist. 30 Minuten. In diesem kurzen Zeitfenster muss ich entscheiden, ob ich das Shuttle und die 5 Insassen aus der Ferne sprenge. Vielleicht transportieren sie eine Ladung voller Mimics zur Erde. Ich werde das nicht machen. Captain, diese tolle Waffe könnten wir jetzt ziemlich gut gebrauchen. Ich... Entscheide über das Schicksal des Shuttles Advent. Jetzt muss ich das machen. Ich wollte doch einfach nur hier hoch, weil ich wissen wollte, was hier ist. Und jetzt drückst du mir so eine Entscheidung. Ich habe so viel Kram. Jetzt drückst du mir so eine Entscheidung rein. Okay. Warte mal, was hat sie gesagt? Das Shuttle ist... Ich habe 5 Minuten. Das Shuttle ist... 30 Minuten vor dem ersten gemeldeten Vorfall abgehoben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mimics an Bord sind? Aber würde das Shuttle dann landen? Es sei denn, es ist automatisiert. Aber wenn... Also, wenn Mimics an Bord sind, weil Mimics haben... Soweit ich das Spiel bis jetzt verstanden habe und was über die gesagt wurde, Mimics haben keinen Plan. Die planen nicht. Die sehen und sie greifen an. Das sieht man ja. Sie werden so lange Objekt, bis irgendwas kommt. Und sie springen mir meistens nicht in meinem Rücken raus, sondern direkt vor mir. Mimics haben keinen Plan, was sie tun. Sie sehen und greifen an. Deswegen würde ich sagen, wenn der Typ im Shuttle nichts bemerkt, der Pilot, dann muss eigentlich alles gut sein.
Oder? Weil, so wie ich Mimics kenne, auch wenn sie ein Objekt sind, springen sie sofort raus, sobald sie können. Die denken dann nicht drüber nach, ob das jetzt perfekt ist oder ob sie auf eine spätere Gelegenheit warten sollten, glaube ich. Deswegen muss ich das Shuttle lassen. Außerdem liegt es nicht in meiner Macht, Leute umzubringen. Nee, ich lass sie anfliegen. Ja, das läuft in 3 Minuten runter. Das muss ich jetzt abwarten. Ich lass sie landen. Das liegt nicht in meiner Entscheidungsgewalt. Was aber in meiner Entscheidungsgewalt liegt, ist euch aufs Maul zu hauen, weil ihr seid scheiße. Hast du einen Bruder auf dem Shuttle, hä? Sag's mir. Die kann man nicht besonders gut verhören, siehst du, weil sie keine Sprache haben. Okay. Bill Nixon Green. Schlüsselkarte, Besprechungsraum. Ah, Mensch, da sind wir doch irgendwie sonst noch reingekommen. Fluglogbuch, Scott Parker. Nee. Start auf Erde, das ist das. Das ist aber von der... Ich dachte gerade, das wäre vielleicht von hier zur Erde, aber nein, das ist von Erde zu hier. Also ist mir das keine besonders große Hilfe. Okay, ich kann derzeit das lesen, während das darunter läuft. Es liegt nicht in meiner Macht, das in die Luft zu jagen. Niemals. Shuttle Advent. Captain Marks, bevor es zu spät ist, wollte ich ihm Bescheid geben, dass das Shuttle Advent direkt von dem ersten Alarm gestartet ist. Es hat die Standardinspektion durchlaufen, aber das war noch bevor wir wussten, nach mir Ausschau halten müssen. Wenn die mit einem dieser Dinge an Bord in Seattle landen. Ich habe die Sprengladung auf der Advent aktiviert. Sie können von der Brücke aus gezündet werden. Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Sie werden bald landen, falls Ihre Entscheidung erleichtert. Die Besatzung weiß nicht, dass die Ladung aktiviert sind. Das kann ich nicht machen, aus Prinzip nicht. Fuck, aber das Risiko für die Erde ist riesig. Entscheide das über das Ende. Wenn so ein Mimik auf die Erde kommt, dann ist die Erde im Arsch. Ihr Transcribe ist offline. Ich kann es nicht erreichen, aber ich weiß, dass sie die Talos nicht verlassen würden, solange noch Mannschaftsmitglieder an Bord sind. Vielleicht hoffe ich zu viel, aber melden Sie sich bitte, wenn Sie diese Nachricht erhalten. Ich bin im Moment mit einer Handvoll Überlebenden im Frachtraum. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, von Sarah Ellers. Ja, die Sicherheitschefin ist im Frachtraum, das wusste ich schon. Task 1, Lautsprechersystem. Stationsweite angehört, werden vorab aufgezeichnet, regelmäßig von festgehaltenen Intervallen abgespielt. Deaktivieren, weil furchtbar nervig. Aus. Evakuierungsdurchsage. Notfall-Evakuierungsdurchsage kann nicht ohne Autorisierung von Alexiu ausgelöst werden. Kann ich das aktivieren? Nee, weil Alex ist nicht... Guten Tag, Talos. Jetzt? Vergessen Sie nicht die wöchentliche Sicherheitsinspektion Ihrer Transstar-Uniform. Wenden Sie sich dazu bitte ans Maschinenlabor. Das ist nur die normale Durchsage. Nee, das geht nicht. Das ist nur die normale Durchsage. Okay, ich deaktiviere das, aber das hier kann ich anscheinend nicht aktivieren ohne Autorisierung von Alexiu. Bei ihm habe ich nichts gesehen. Okay, 1 Minute 22 Sekunden, dann kommt das Ding runter. Und ich kann das nicht, oder? Das kann ich nicht. Das liegt nicht in meiner Macht, das zu tun. Oh, das habe ich ganz übersehen, das ganze Zeug. Es liegt das hier auch. Es liegt nicht in meiner Macht, das Shuttle in die Luft zu jagen. Das ist nicht meine Aufgabe. Und das kann ich, die haben hier Karten gespielt. Und das kann und darf ich nicht machen. Richtig, ich... Wenn, dann hätte sie das machen müssen. Sie wusste mehr über Shuttle als ich. 50 Sekunden. Ich bin gerade mit mir selbst am Hadern, was richtig ist und was nicht. Aber ich kann das nicht machen. Das geht nicht. Ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich das mache. Auf der anderen Seite, wenn so ein Ding auf die Erde kommt, ist die Erde halt im Arsch. Für immer. Dann wird sie von Mimics komplett überrannt. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich meine, es ist, ich kriege wahrscheinlich nicht mal was davon mit. Weil das ist ja so nah an der Erde, das ist so weit weg, das macht nicht mal Puff. Das kriege ich nicht mal mit. Ich drücke halt einen Knopf und dann sind sie tot. Aber genau darum geht's ja. Wenn ich das jetzt drücke, werde ich nicht damit konfrontiert, was das für die heißt. Es macht einfach Bumm bei denen. 90 und ich lasse es runterlaufen. Ich lasse es runterlaufen, das kann ich nicht machen. Nee, das kann ich nicht machen. Ich lasse sie landen. Ziel abgeschlossen, Shuttle Advent. Gute Idee, richtige Entscheidung. Ich glaube, es gibt keine richtige. Shuttle Advent abgeschlossen. Es gibt keine richtige Entscheidung in dem Moment. Was ich getan hätte, wäre falsch. Sie landen lassen, potenziell falsch, weil Mimics, aber es kann keiner beweisen und diese Standardsicherheitsinspektion wurde durchlaufen. Und wie gesagt, wenn die Mimics gesehen hätten, dass da einer kommt, hätten sie ihn angesprungen. Oder? Weil wie gesagt, die planen ja nicht. Die sehen und sie springen. Soll ich hier noch kurz zu den Escape-Pods und gucken, was da unten so los ist. Und hier war ich ja schon, das war der Looking-Glass-Zugang von unten. Ich gehe noch kurz hier runter. Das kann ich nicht machen, ich konnte es nicht. Ich käme mir dabei mistig vor. So, was ist hier? Ein normales Phantom. Ein unironisch normales Phantom. Die gibt's noch?
Ein normales Phantom gibt's. Die existieren noch. Mensch, wie schön. Mal wieder einfach. Was? Cystoiden. Au. Are you fucking serious? Nein. Ich hab. Kannst du aufhören, dich zu flashen? Ich wurde gerade von Cystoiden angegriffen, die ich nicht mal gesehen habe. Also leg dich einfach hin und bleib liegen. Komm, tu's für das Gute von uns allen. Cystoiden-Nest habe ich nicht gesehen. Ich hasse die Viecher. Ich meine, sie sind nicht. Die machen halt Schaden. Sie sind nicht sonderlich heftig, aber es sind halt viele und in Massen nicht gut. Knopf verwenden. Das hier sind die Escape Pods. Start schon, Start initialisieren. Kann ich mich rausschießen und die Station einfach sich selbst überlassen? Geht das? ich meine, es wäre das Falsche, aber ich will es versuchen. Ich will das jetzt echt versuchen, ne? Knopf verwenden. Was ist in denen so drin? Wetten, in einem von denen ist ein fucking Mimic. Ich würde Geld draufsetzen. Teifenleich. Ich würde Geld draufsetzen. Wer bist du? Stone Blanchard. EMP-Lade. Da drin ist irgendwas. Irgendwas ist an die Wand gesprungen. Sadie Hall, die haben es alle nicht geschafft, ne? Die haben es alle nicht geschafft. Chipset, noch eins. Gouverneur 1400 SI. Die Dauer der Fähigkeit, nee, die benutze ich eh nicht. Das wäre Verschwendung. Okay. Okay. Okay, Phantom habe ich durchsucht. Was ist in dieser Kapsel? Ich bin für alles bereit. Hi? Irgendwas hier ist an die Wand gesprungen, ich hab's doch gehört. Oder auch nicht. Kann ich mich mit so einem Ding rausschießen? Es geht nicht, oder? Vor Initialisierung Tür schließen. Das geht nicht. Das darf nicht gehen. Diese Fluchtkapsel weist derzeit eine Fehlfunktion auf. Natürlich. Techniker benachrichtigt. Bitte verwenden Sie. Natürlich, natürlich. Wird es bei irgendeiner funktionieren? Ich glaube ja nicht so. Natürlich geht das nicht, ne? Es geht nicht. Es wird bei keiner funktionieren. Okay. Eigentlich ist das gut, sonst hätte ich das alles hier. Diese Fluchtkapsel weist derzeit eine. Ich frage mich aber, warum? Techniker benachrichtigt. Warum funktioniert keine Fluchtkapsel auf dieser Station? Es funktioniert keine einzige der wichtigen Fluchtkapseln auf dieser Station. Ich rieche Sabotage der allerhöchsten Sorte. Weil das ist ja nicht normal, dass Fluchtkapseln, die auf einer Raumstation echt wichtig sind, dass die. Oh, ich habe Medikit übersehen. Dass die nicht funktionieren. Das kann's ja nicht sein. Das heißt, jemand sabotiert aktiv die Fluchtversuche der Besatzung. Und es ist genauso asozial, wie es klingt. Okay, ich bin hier fertig. Ich kann da unten nichts weiteres machen. Jemand sabotiert aktiv die Fluchtversuche der Mannschaft. Unglaublich. Unglaublich. Wow. Ist das Alex? Das riecht so nach meinem allerbesten Bruder, nach dem, der eigentlich mein bester Freund sein sollte, aber es nicht ist. Das riecht ganz, ganz stark nach Alex fucking you. Oder nach sonst irgendjemandem, der vielleicht noch eine andere Agenda hat. Aber irgendjemand sabotiert Fluchtversuche der Mannschaft. Wow. Kann ich noch einen Technik-Operator kriegen? Dann kann ich nämlich Schluss machen und beim nächsten Mal gehen wir in die Crew-Quarters. Wo ist der denn? Wo ist der? Da, hi. Du weichst hier nicht weg, ne? Das ist toll. Hi. Heil mich. Danke. Nice. Datenneutral ist hier, kann ich nicht rein. Mehrere Ziele da unten. Okay, wir gehen in die Crew Quarters. Und, was war eigentlich nochmal die Mission? Ah ja, Stimmenproben zu sammeln. Um dann schlussendlich daraus eine Stimme zu bauen, die Tür aufmachen kann, damit wir endlich in die Datenzentrale können. Das wird sehr interessant. Ich habe da drin mindestens ein Phantom gesehen. Wer weiß, vielleicht sind es sogar mehr. Finden wir es raus beim nächsten Mal hier bei Prey. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen zum Like, Button aufs Maul zuhauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ganz ehrlich, das Arboretum ist fucking hübsch. Es ist nur schade, dass es absolut überrannt ist mit Teifen.